Na, das sieht doch schon gut aus. Ex-Dschungelkönig Per Kusmark wagt den Sprung ins kalte Wasser. Zusammen mit seiner Frau Janni Hönscheid möchte er das Surfen lernen. Und das eben nicht auf Bali, sondern mitten in Berlin im Wellenberg. Durch einen Knopfdruck verwandelt sich eine gemäßigte Anfängerwelle so in die schnellste künstliche Welle der Welt mit einem Strom von bis zu 20 Kubikmetern pro Sekunde. Die ist selbst für Surfprofi Janni Hönscheid zu gewaltig. Das ist so, als wenn du kein Vorspiel hast, sondern direkt in den Orgasmus reinspringst. Wirklich, also so anders fällt es mir jetzt nicht ein. Das ist so, alles fällt weg. Du liegst plötzlich da und zack, es geht los und du denkst so, okay, irgendwas fehlt hier. Also der salzige Geschmack fehlt, es fehlt, dass du überhaupt rauspaddelst. Du guckst die Welle gar nicht erst an, keine Welle kommt auf dich zu, du stehst gar nicht auf, sondern es passiert einfach. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.